Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück hier am Bodensee in Transport Fever 2. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ja, der Straßenverkehr, ich glaube, wir geben es langsam auf. Es sind einfach zu viele Einwohner auf der gesamten Karte, als dass ich hier irgendwie eine Chance hätte. Obwohl, hier hat sich das, es hat sich eigentlich, ne? Fällt mir mal gerade auf hier. Hier ist gar kein Stau mehr. Jetzt müssen wir das nur noch hier irgendwie in den Griff bekommen. Gar nicht so verkehrt, ne? Aber ich frage mich, warum hier überhaupt Stau ist. Wenn wir hier gucken, das geht hier ins Städtchen rein. Und hier geht es dann weiter. Und hier, vielleicht müssten wir hier einen Kreisel reinbauen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, aber darum soll es heute in der Folge gar nicht gehen. Ich möchte nämlich mit euch heute zusammen eine neue Bahnstrecke bauen. Und zwar von hier, St. Gallen. Ihr habt mir auch geschrieben, dass ich ja den Verstärker in ein eigenes Gleis hätte hier führen können und hinten in Lindau auch. Hätte ich machen können, ja, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ja, aber das Gleis heute hier, das werden wir eh noch gebrauchen, denn ich möchte von hier einmal hier nach Appenzell. Dann möchte ich hier einmal im Berg durch, dann kommen wir hier wieder raus und dann hier lang bis nach Wattwil. Das soll heute unsere neue Strecke quasi werden. Nehme ich hier erstmal was weg, damit wir hier einen Bahnhof reinbauen können. Auch das wird wieder ein Kopfbahnhöfchen werden. Passagier. Da könnten wir eigentlich mal einen neuen nehmen. Ne? Der ist doch gar nicht schlecht hier. Mal was Moderneres. 160 Meter sollten raus. Oder wir bauen gleich für die Zukunft. Aber der geht gar nicht als Kopfbahnhof. Aber ist gar nicht so schlimm. Dann nehmen wir das Stückchen hier weg. Das weg. Und dann bauen wir den einfach hier rein. Zwei Gleise, Oberleitung, yes. Ja, danke Stadt. Und dann bauen wir den so hier rein. So. Mal gucken. Da müssen wir dann eh noch eine Buslinie bauen. Dass wir den hier so reinbauen. Ich weiß gar nicht, ob der modular ist. Ja, der ist modular. Dann können wir nämlich hier Passagiergebäude. Das Ganze nämlich doch als Kopfbahnhof machen. Ne, das geht gar nicht. Da haben wir hier so wunderbare und schöne Würfel. Aber warum? Das ist ja doof. Das geht nur seitlich, ja? Das kann man nicht als Kopfbahnhof bauen. Das geht leider nur seitlich. Naja, sei es drum. Aber wir könnten das Ganze so hier als Kopfbahnhof gestalten. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber... Weiß nicht, ob das so passend ist. Plattform. Das die? Nee. Die hier. Passt das von der Höhe? Nehmen wir die. Und dann bauen wir hinten das Gebäude dran. Hoffentlich geht das. Güter. Das hier. Nee, das geht nicht. Das ist echt doof. Naja. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt kann ich das nicht wegnehmen. Doch. Na, das ist ja mal wieder klasse. Wo ist denn der? Da. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Und bauen jetzt erstmal unser Streckchen. Wie gesagt, wir müssen jetzt einmal Utzwil, da ist ja schon, hier hinten wollen wir hin, nach Appenzell. Dann würde ich sagen, fahren wir einmal darüber. So. Nehmen wir hier 100. Oder 120 geht auch. Ich hoffe, wir kommen hier gut über die Straße. Ja gut, das ist wieder mega geil.
Ach, das ist doof. Machen wir das ganz anders. Bauen wir eine Brücke. Das geht hier natürlich nicht. So würde das gehen. Passt eigentlich, ne? Ja, können wir die nehmen. Nehmen wir die. Ein paar unterschiedliche sind gar nicht schlecht. Aber ja, hier im Bahnhofsbereich passt das mit der Geschwindigkeit. Das ist gar kein Problem. So, dann müssen wir einmal hier rüber. Jetzt müssen wir aber gucken. Wir müssen ja auf die Seite und hier dann im Berg durch. Das heißt, wir müssen eigentlich in Tunnel, machen wir einen Tunnel hier hin. So. Da haben wir die wunderbaren Portale hier vom Peugeot Racer. Nehmen wir das. Dann machen wir natürlich noch einen Wald drum dann. So, einmal hier rein. Das sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Und dann fahren wir hier wieder hoch. Und dass wir da wieder rauskommen. Haha, perfekt. So. Genau. So war der Plan. Muss ich mir das nochmal angucken. Ja, nee, so war der Plan überhaupt nicht. Das ist natürlich alles andere als genial gebaut. Da möchte ich schon ein bisschen später rauskommen. Noch ein Stückchen. Schon besser. Das ist schon viel besser. Dann nehmen wir auf der anderen Seite auch ein anderes Portal, würde ich sagen. Das. Das ist auch schick. So, gleich besser. Streckenverschönerung machen wir dann später. Erstmal bauen wir die Strecke fertig. Können wir eigentlich auch mal ein paar km mehr nehmen. So. Und dann müssen wir hier in den Tunnel. Wo möchte ich? Bahnhof möchte ich eigentlich hier so hinbauen. Hier den Bahnhof hin. Planieren wir das erstmal alles. Erstmal nehme ich das weg hier. Das bauen wir dann neu. Und dann planieren wir hier. Nehmen wir die Häuser hier auch noch weg. Das auch. So. Und dann wird planiert. Alles auf eine Höhe gebracht. Einen schönen Bahnhof. Da können wir eigentlich den modernen Regionalbahnhof mal nehmen. Zweiter Straßenanschluss, ja. Hochgeschwindigkeitsgleise. Und dann bauen wir den hier rein. So. Und dann hier im Tunnel. Hindurch. Wird zwar ein Heidengeld kosten, aber anders werden wir da nicht runterkommen. Und
Da müssen wir einmal hier durch den Berg. Mal schauen, wenn ich das jetzt hier hochziehe. Dann haben wir hier einen Bahnübergang, der eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Was geht eigentlich, ne? Kann man eigentlich so lassen. Nehme ich nur einen anderen. Den, nö, den auch nicht. Ja, die sind... Na, nee, das ist... Schon eine durchgehende Schranke haben. Der ist gut. Der gefällt mir. Geht eigentlich von Kosten her gar nicht so verkehrt. Also gar nicht so teuer. Nicht verkehrt, sondern nicht so teuer. Andere Tunnelportal nehmen. Wenn wir hier schon so ein paar hübsche haben, dann benutzen wir die natürlich auch. Ja. Schön. Auf der anderen Seite auch noch eins. Nicht eben vergessen beim Bauen. Was haben wir hier Schönes? Das hier. Nehmen wir das hier. Und zack. Schön. Gefällt mir sehr gut. Und dann müssen wir noch nach St. Gallen hinunter. Dann fahren wir hier gerade. Hier muss eine Brücke oder wie? Hier würde ich dann doch eher aufschütten. Da ist schon einiges an Höhenunterschied dabei. Mal gucken, ob wir hier. Ja, doch. Sogar zu tief. So möchte ich. Steigung zu groß. Aha. Macht er auch wieder einen Tunnel. Nehmen wir diesmal das hier, Sandstein. Das passt mit der Straße. Auch vollkommen okay. Ich kann sagen, was sind denn das hier für Erdhügel? Und dann fahren wir da einmal an die Strecke mit dran. Und damit wäre doch die neue Strecke fertiggestellt. Mir das schwieriger vorgestellt. Ein neuer Abzweig. Und dann geht es hier rein in den Bahnhof von St. Gallen. Einmal hier, zack, dort hinein. Schön. Schön, schön. Das können wir auch hier. Das wieder starten. Hier noch ein bisschen glätten überall. Hier müssen wir dann, wie gesagt, noch den Wald weiterbauen. Also ein bisschen Wald anlegen. Nicht weiterbauen, genauso wie hier. Weil so ein Tunnelportal. Mitten in der Wiese. Sieht schon ein bisschen seltsam aus. Das stimmt schon. So. Kollision ignorieren. So. Hier. Schön Wald anlegen.
Und dann passt das. Und nach wie vor, ihr seht das ja mit der Performance, das passt. Also, dass das wirklich noch so lang gut geht, das hätte ich gar nicht gedacht. Nachdem ich ja im Sommer echt davon ausging, dass das Projekt zu Ende ist, ist das jetzt mittlerweile, was die Performance angeht, ich meine auch bei den Mitfahrten, das ist für Transportfieberverhältnisse vollkommen okay, aber vollkommen okay. So, hier noch ein bisschen Wald. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier natürlich die Verbindung wieder anlegen. Die Straßenverbindung. Hier können wir, glaube ich, einfach einen Bahnübergang rüber zwirbeln, genau. Und dann nehmen wir hier, nehmen wir einfach die. So, dann. Zack. So, perfekto. Da würde ich der Stadt aber gleich hier so ein bisschen sagen, wo es lang geht. Ein paar Vorschläge machen, was die Straßenführung angeht. Dann würde ich auch hier hier eine Straße hochlegen. Hier einmal nach hier unten. Hier ran. Dann haben wir da nämlich auch eine Verbindung und die Stadt kann hier oben auch so ein bisschen sich austoben. Obwohl, ob ich hier eine Straße haben will. Naja, mal schauen, wie die Stadt dann baut. Schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Hier wollte ich noch ein bisschen Wald anlegen. Schlecht. Aha. Okay. Brauchen wir natürlich noch Weichen. Das ist natürlich ganz klar. Einmal hier. Am Bahnhof. Und einmal noch hier oben. Einmal hier noch. Ups. Einmal darüber. Signorli. Muss ich mir auch mal ein paar weitere installieren. Viel zu wenige Signale, die ich hier habe. Bei Mitfahrten ist das dann natürlich unschön, wenn die Signale im Tunnel stehen, aber lässt sich schwer vermeiden. Sonst hat man einen zu langen Abschnitt ohne Signalisierung bei so einem langen Tunnel. Ist wie gesagt unschön, aber ja, geht leider nicht anders. Okay, dann einmal von hier, vom St. Gallener Hauptbahnhof, fahren wir einmal hier nach Appenzell und dann fahren wir hier durch den Tunnel, dann fahren wir durch noch einen Tunnel bis einmal hier hoch nach Wattwil und dann wieder zurück und halten natürlich auf dem Rückweg auch nochmal hier an in Appenzell. Und fahren wieder runter nach St. Gallen. Aber bevor wir die Strecke jetzt starten, möchte ich hier einen Kreisel reinmachen. Ich weiß, die Stadt wird unglaublich schimpfen. Jep. Jep. Und jep. Das freut die natürlich gar nicht. Mich auch nicht. Zumindest mein Geldbeutel nicht.
Und dann hauen wir hier einen Kreisel rein. So. So. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Hier müssten wir auch noch einen reinmachen. Vielleicht wird das ja alles ein bisschen besser dadurch. Oder haben wir hier noch irgendwo eine Ampel versteckt? Nee, ne? Ich sehe keine. Nö. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen großen Kreisel und ich hoffe, dass der Verkehr jetzt einfach flüssiger läuft. Das muss ja mal in Griff zu kriegen sein. Aber wir wollen unsere Strecke jetzt erstmal einweihen. Okay, das können wir eigentlich auch wegnehmen. Und bauen das einfach auf der gegenüberliegenden Seite nochmal neu. So. Und was lassen wir denn hier Schönes fahren? Was haben wir denn Schönes? Dampf? Nee, elektrisch. Ja gut, da hatten wir schon mal das Problem. Da haben wir nur diese alten. Nee, da gibt es nichts, was ich im Moment einsetzen wollen würde. Aber E-Loks. Da haben wir hier die ÖBB-Loks. Welche hatten wir hier hinten nochmal fahren? Muss ich mir nochmal angucken. Hier ist die Autobahn. Das ist gleich die Autobahn. Wird immer noch nicht besser genutzt. Da fährt einer einsamer durch die Gegend. Hat auch jemand geschrieben, das hier ist natürlich in der Realität total bescheuert. Abfahrt nach der Auffahrt, ja. Wir wollen ja jetzt nicht das Ganze mit dem goldenen Löffel betrachten. So, wo hatten wir denn jetzt unsere ÖBB-Loks? Die fahren doch hier. Wo sind sie denn? Da, ne? Genau. Und das ist die. Ändern. Das müsste die. Die 1043er. Dann lassen wir da oben die andere Variante fahren. So. Nämlich die 1042er. Quatsch, das ist doch die Lok aus dem Grundspiel. Ich meine natürlich die hier. Neubaukasten. Na, lass mal die mal in grün fahren. Recht hübsch. Passagierwaggons. Müsste ich mir auch mal die ÖBB-Waggons installieren. Nehmen wir einfach hier die hier. In grün. So, genau. Kapazität von 17, das ist mir ein bisschen wenig. 18, 15, ja, nehmen wir die hier. So, 5 Stück, mittelmäßig. Naja, gekauft. Und auf geht's, auf die Linie 1. Und das ist St. Gallen, Wattwil, richtig? Wattwil. Oh. Neue Doppelstockwagen. ÖBB Mittelklassewagen. Aha. Da haben wir hier den neuen Triebwagen. Schaut mal einer an. Ist das Elektro? Das ist Diesel, ne? Alle. Mein ÖBB. Was sind das, die? Ach, das sind die hier, ne? Genau. Das sind die Triebwagen. Genau. Die könnten wir eigentlich auffahren lassen. Gar nicht so verkehrt.
Wollen wir die fahren lassen? Gar nicht so schlecht. Weil er hat hier eh nur mittelmäßige Leistung. Dann machen wir den auch noch mal weg. Und dann nehmen wir doch die hier. Triebwagen. Yep. Und die Wagen sind dann wahrscheinlich hier. Genau. Mittelklassewagen. Und hinten dran. Ihn hier. Genau. Schön. Ändern. Geil. Gefällt mir. Das sieht doch hübsch aus. Wunderbar. Lass wir ihn ein bisschen vorfahren. Der hat aber eine schlechte Beschleunigung. Ach du liebe Güte. Ich meine, guckt mal. Das ist schon ein bisschen langsam. Ich meine, schick sind die ja, ne? Aber ich glaube nicht. Naja, wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Ist das überhaupt angeschlossen? Ja. Müssen wir natürlich, wie gesagt, noch Bus Richtung Stadtkern etc. bauen. Aber hier, das ist eigentlich schon ganz gut. Ja. Auch noch ein bisschen nachrüsten. Aber ich denke, zwei Stück reichen da erstmal. Klonen wir den mal. Geklont. Ja, schön sind die auf jeden Fall. Also das gefällt mir sehr gut. Inneneinrichtung jetzt doch schon ein bisschen schlicht, aber gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Nur halt ein bisschen langsam, ne? In der Beschleunigung. Gut, wir haben jetzt auch viele Wagen dran. Aber mal gucken, wie sich das rentiert. Also, dass die Strecke sich rentiert, das glaube ich schon. Aber wir werden mal sehen. Ja, ich denke, drei Züge sollten es erstmal sein. Lass mal von hier oben noch einen losfahren. Ah, manchmal ruckelt es dann doch. Oder eigentlich ruckelt es nicht, es hängt halt manchmal so ein bisschen. Ruckeln kann man das gar nicht nennen. So, hier noch ein Depot hin und dann lassen wir die doch noch mal fahren. Elektrisch, ne, Diesel war das, ne? Ne, Wagen, genau. So, das sind die blauen. Und dann den. Kaufen. Linie 1. Und dann haben wir St. Gallen, Wattwil, RB. Hier ist auch Stau des Todes. Uiuiuiuiuiui. Bis hier runter. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wie gesagt, den Straßenverkehr, den werden wir nicht in den Griff kriegen. Das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Mit der Durchfahrt hier würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine Strecke mehr, zwei weitere Städte ans Netz angeschlossen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um den Nahverkehr in den Städten. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.